Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Ernährung, Wechseljahre. Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ich hatte eine Patientin in der Beratung, die zum Thema Wechseljahre fragte, was sie in der Ernährung ändern kann. Über die Jahre hat sie zugenommen, jetzt Wechseljahre, was kann man tun? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare von all denen, die diese Problematik haben oder vielleicht auch mal mitbekommen haben bei jemandem, was würdet ihr da tun, was hat euch geholfen? Mit der Patientin haben wir uns dann angeguckt, was überhaupt gegessen wird. Ich habe hier so ein Stück Kuchen in der Hand, kennt ihr alle, das ist ja hier so eine Biskuitrolle. Es ist immer so, dass Kuchen oder zum Beispiel Eis oder Eis, was wir in die Hand nehmen können, führt ja immer dazu, Süßigkeiten, dann kennt ihr Schokolade, Chips, alles was dazugehört, lässt immer den Blutzucker ansteigen. Das heißt, in den Wechseljahren ist es so, dass die Hormonlast sich verändert, wir durch das Alter ja einen anderen Verbrauch haben und dadurch, dass die Regel weggeht oder sich reduziert oder eben komplett aufhört, es gibt ja die Vorphase und die Phase nach Regel, geht der Körperfettanteil hoch. Häufig muss man aber immer gucken, wenn es um das Gewicht geht, also um das Übergewicht geht, dann ist es so, dass man immer schauen muss, gibt es im Hintergrund einen veränderten Insulinspiegel. Da gebe ich nochmal den Tipp, dass ihr auf die Videos guckt mit der Insulinresistenz. Bei den Wechseljahren selber, wenn wir das nicht wissen und die Untersuchung nicht gemacht haben, führen Kohlenhydrate, vor allen Dingen die leckeren Kohlenhydrate, auch Kartoffel, Reis, Nudeln, Kichererbsen, die Süßigkeiten, die Schokolade, die Chips, das hellere Brot, also wenn ich Toastbrot habe, Franzbrötchen habe, Croissants habe, führen immer dazu, dass der Blutzucker schneller ansteigt. Und es ist an der Stelle so, dass aus diesem höheren Zuckeranstieg, also einen höheren Blutzucker, schneller Körperfett gebastelt wird. Und der Körperfettanteil, ich habe hier mal so ein Stück Butter, ist eben immer gerade mit den schnellen Kohlenhydraten, wenn ich helles Mehl habe, wenn ich helles Toast habe, wenn ich Dinkel oder Weizenmehl, helles Mehl esse, also das Dinkel gehört übrigens auch zu den Weizensorten, ne? Und dann habe ich immer die Situation, dass ich den Blutzucker steuere, also anticke, er hochgeht und dadurch das Körperfett schneller entsteht. Wenn, und das ist jetzt die gute Botschaft, wir durch Bewegung die Energie nicht wieder verbrauchen. Das heißt, wichtig ist immer, wenn ihr Kohlenhydrate habt, zum Beispiel nicht den Teller voll Kohlenhydrate, zum Beispiel Nudeln. Wenn ich jetzt einen Teller voll Nudeln habe, dann ist es immer ganz sinnvoll, nicht den ganzen Teller voll zum Beispiel Nudeln zu setzen, sondern eher, Thema Handvoll, die mich kennen, haben das vielleicht schon mitbekommen, eher eine Handvoll Nudeln und dann schauen, dass da als Sättigungseffekt eine Eiweißquelle zukommt, also Gemüse dazu. Und dass wir einen Anteil auch, wer es geschmacklich mag, in Richtung Eiweißquelle gehen. Also zum Beispiel Fisch dazu, Fleisch dazu, Geflügelfleisch dazu. Weil wir, wenn wir die Kohlenhydrate reduzieren, also Plastik ist immer so ein bisschen ungünstig, ne? Machen wir das mal so ein bisschen so. Das heißt, dass ihr eine kleinere, eine Handvoll gekochte Ware, zwei Hände voll mit Gemüse und bei der Eiweißquelle guckt ihr, dass ihr, wenn ihr es geschmacklich mögt, auch eine Eiweißquelle dazu habt. Bei einer Kartoffel zum Beispiel gibt es ja auch Surcreme. Ihr könnt jetzt so Kräuterquark nehmen, wenn ihr grillt. Was kann man machen? Ihr könnt auch immer gucken, dass ihr, wenn ihr im Restaurant seid, eingeladen seid und der Teller ist doch voller Nudeln, dann könnt ihr immer gucken, wenn die Möglichkeit besteht, erst das Gemüse essen, wenn es eine Eiweißquelle gibt, dann die Eiweißquelle essen, Gemüse essen, Eiweißquelle und erst dann an die Kohlenhydrate gehen. Oder im Restaurant kann ich auch vielleicht wählen, eher das Steak oder eher Fisch oder Fleisch, eher das Geflügelfleisch, Hähnchenfleisch, Putenbrust zum Beispiel, um sozusagen die Eiweißquelle zu haben, weil das Gemüse und die Eiweißquelle den Blutzucker niedrig hält, also den gar nicht groß ansteigen lässt. Selbst die Möhre, die Zucker enthält, macht da nichts. Also da keine Sorge, weil da Ballaststoffe drin sind. Am Ende ist entscheidend, dass ich die Handvoll Kohlenhydrate habe. Bei einer Kartoffel sieht das so aus. Oder wenn ihr kleine Kartoffeln habt, habt ihr auch eine Handvoll gekochte Kartoffeln oder eine Handvoll gekochte Menge an Reis. So, das ist das, die warme Mahlzeit.
Also immer gucken, dass ihr das Gemüse mit bei habt. Und das Gemüse mit Eiweißquelle wäre auch eine Variante für Brot. Ich kann zum Beispiel Frischkäse drauf machen. Ihr könnt auch normalen Käse nutzen, wer es mag. Ihr könnt natürlich auch all die Strukturen mit Fleisch und so essen, weil der Belag, das Fleisch oder der Frischkäse eine Eiweißquelle ist, auch der normale Käse, und den Blutzucker nicht ansteigen lässt. Das heißt, wenn überhaupt, sind es die Kohlenhydrate. Und da würden wir ja immer in Mehrkorn-Vollkornbrot gehen und vorsichtiger mit den hellen Brotsorten. Mal ein bisschen ist okay, aber es lässt immer auch Baguette oder so beim Grillen immer schneller den Blutzucker ansteigen. Also Menge ist entscheidend. Wenn ihr den Blutzucker langsamer laufen lassen wollt, immer gucken, dass ihr einen Gemüseanteil dazu habt. Das geht ja auch mit Tomate, das geht ja auch mit Gurke. Wenn ich das auf Brot mache, ihr könnt auch, wenn ihr habt, jetzt mache ich das mal hiermit, eine zweite Scheibe Brot zum Beispiel oben drauf, dann habt ihr ein Sandwich und habt eben auch einen hohen Sättigungseffekt. Ne? Knäckebrot zum Beispiel ist auch möglich, da gibt es ja Mehrkorn, Vollkorn, Roggen, Knäcke, Roggenbrot. Also immer gucken, wenn ich ein Brot habe, was einen höheren Ballaststoffanteil hat, ist der Blutzuckerverlauf immer langsamer. Und der Sättigungseffekt ist an der Stelle besser. Also gesunde Mischkost, mehr Gemüse, mehr Eiweißquelle, also dann Blutzucker langsamer laufen lassen und meine Erfahrung, lange Nüchternphasen weglassen, lieber zwischendurch ein bisschen Zwischenmahlzeit essen, damit ihr keinen Heißhunger bekommt auf Süßigkeiten. So ihr Lieben, ich hoffe für all die, die Wechseljahre betrifft, dass es nicht allzu schlimm ist. Nochmal ein Tipp fällt mir gerade so ein, wenn wir zu schnell zu viel Süßes essen, kann es auch sein, dass euch warm wird, dass ihr anfangt zu schwitzen, weil der erhöhte Blutzucker und der erhöhte Insulinspiegel tatsächlich hier eine Reaktion hervorrufen kann. Ne? So, ich drücke euch die Daumen, dass ihr da gut durchkommt durch die Zeit. Ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Tag, ganz lieben Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, schreibt in die Kommentare. Liebe Grüße, eure Sandra.